Das habe ich mir schon lange gewünscht. Professionelle Unterstützung von DB-Mitarbeitenden per Videochat, wie man sich an fremden Bahnhöfen orientieren kann. Das ist noch ein Pilotprojekt, aber schaut mal rein. Was macht ihr eigentlich, wenn jetzt Ersatzverkehr ist? Also die Bahn fährt nicht mehr, ihr müsst mit dem Bus fahren. Naja, ich als blinde Person würde dann irgendwelche Leute fragen. Vielleicht spricht mich auch das Bahnpersonal an, wenn sie mich sehen. Oder wir machen das jetzt mal ganz anders. Holen uns mal professionelle Hilfe von der DB. Aber da kann ich euch noch ganz kurz erwähnen, dass das hier eine bezahlte Werbung ist. Aber ihr wisst natürlich, ich kann immer ganz ehrlich meine Meinung sagen. Und deswegen, let's go! Noch ein paar Informationen zum Pilotprojekt. Das Ganze findet ja zwischen Nürnberg und Würzburg statt. Und zwar da, wo der Ersatzverkehr ist und am 12.09. abgeschlossen wird. Dafür müssen wir jetzt erstmal zum Hauptbahnhof fahren. Das Ganze haben ja auch andere blinde und sehbeeinträchtigte Menschen getestet. Und wenn das Ganze auf positiven Feedback stößt, dann geht das Projekt hoffentlich weiter. Jetzt bin ich ja irgendwo unten bei der U-Bahn. Ich gehe erstmal hoch und dann habe ich hier in meiner Tasche etwas Cooles von der DB, was ich euch dann zeigen werde. Und dann geht's richtig los. Ich habe hier einen Zettel. Das halte ich euch mal in die Kamera. Ich hoffe richtig rum, es müsste jetzt so rum sein. Könnt ihr mal kurz drauf gucken, wenn ihr wollt. Übrigens ist der Link zum Service auch auf der Webseite bahnhof.de oder auch in der App Bahnhof Live zu finden. Hier ist sogar ein Brailleschrift drauf. Das heißt, wenn du Braille kannst, dann weißt du, was hier drauf steht. Das Problem ist nur, ich kann es nicht. QR-Code scannen. Hier unten sehe ich schon was, da ist was aufgeploppt. Da tippen wir dann mal drauf. Worum das Ganze hier geht, ist, dass die DB einen Service anbietet, den ich jetzt teste. Das heißt, wir starten gleich einen Videocall mit Mitarbeitenden der DB und die bringen uns dann zum Schienenersatzverkehr. Denn ich möchte jetzt von Nürnberg zum Beispiel bis nach Würzburg fahren, da ist ja gerade der Schienenersatzverkehr und so weit fahre ich jetzt heute nicht, aber ich will mal gucken, wie funktioniert das hier mit dem Videocall und wie cool sind die Mitarbeitenden. Wenn ihr sowas cool findet, kommentiert mal, ob euch das gefällt und gebt gerne einen Daumen nach oben. Und hier seht ihr das nochmal von nahen, ja das Ganze, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt fokussiert ist in der Kamera, da unten können wir das Ganze jetzt starten, den Videoanruf. Das ist eine Webseite, aber wenn das Ganze gut funktioniert, Leute, will ich natürlich nicht, dass es über eine Webseite läuft, sondern eine richtige App integriert wird oder eine App gemacht wird, programmiert wird oder in die NextDB oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet, wirklich noch nicht. Ja, das ist jetzt auch mein erstes Mal, dass ich jetzt mich wirklich leiten lasse. Wir rufen jetzt an. Oh, jetzt wird angerufen. Ihre Anfrage wurde gestartet. Wir sind gleich für Sie da. Sehr cool auf jeden Fall. Man hört auch, was passiert. Ich komme mir so vor, als würde ich mir ein Ticket kaufen jetzt. Habe ich ein Ticket? Ja, klar. Wunderschönen Tag, hier ist Erdin. Ich bin hier gerade am Hauptbahnhof und ich würde gerne jetzt zum Ersatzverkehr, dann muss ich mit der Bahn Richtung Würzburg fahren oder mit dem Bus oder wie auch immer das läuft. Ich bin aufgeregt. Gut, ich werde dich leiten. Einen Moment, ich schaue mir jetzt gerade mal die Ticket an. Okay, alles klar. Richtung Neustadt-Eichstätt immer 10 Minuten nach Kollerstuhl. Okay. Also für mich wäre es cool, ich habe zwar noch Zeit, aber wenn du mir das einmal zeigst, dass ich da hingehe, dann weiß ich schon mal, wo ich bin. Und dann kann ich mich zur Not noch mal ein bisschen herumorientieren. Und jetzt müssen wir uns nur noch orientieren. Das heißt, ich drehe mich hier ein bisschen im Kreis und die Mitarbeiterin schaut durch meine Kamera und weiß dann genau, wo ich bin. Gerade am Anfang. Okay. Und dann kann es einfach nur noch losgehen. Das heißt, ich folge einfach den Anweisungen der Mitarbeiterin und bin dann hoffentlich am Ziel. Natürlich müsst ihr euch schon selbst auf den Weg konzentrieren. Jetzt bin ich unterwegs. Das Handy habe ich mir jetzt hier um den Bauch gehangen quasi. Und ich gehe jetzt hier auf dem Leitstreifen entlang und hoffe, dass ich das Ziel finde. Und so sieht das übrigens aus der Perspektive, der Ego-Perspektive. Die laufen einfach noch weiter. Warum sind wir denn noch ein bisschen weiter? Okay, weiter. Weil da haben wir drei Möglichkeiten mit den Türen. Einmal ist eine mit dem Knopf, die geht dann automatisch. Eine ist erschwenkt. Okay. Ich sehe auf der rechten Seite eine leichte Rechtsmitte. Da ist eine Tür, die ist dann dauernd offen. Das okay. Hat wahrscheinlich auch mit der Tür. Dann gehen wir hier. Durch diese geht. Jetzt kommen die Stufen. Hier kommen Stufen? Oh, mein Moment. Da muss ich mal. Oh Gott, einen Moment. Hier sind die Stufen. Genau, ich gehe mal runter. So, und jetzt bin ich hier in der City. Die professionelle Unterstützung der DB-Mitarbeiterin begrenzt sich hier nicht nur auf das Bahnhofsgebäude, sondern auch draußen an den umliegenden Straßen, denn die Busse, naja, können ja nicht im Bahnhofsgebäude parken. Bei meinem Test hat die Dame mir auch die Gegenstände in meiner Umgebung beschrieben und vor allem die Gegenstände, wo ich wahrscheinlich mit dem weißen Langstock gegenlaufen würde. Ist eine coole Sache, finde ich. Am Zielort wurde mir noch gesagt, wo ich jetzt genau einsteigen kann, denn ihr seht hier im Bild, da vorne ist so ein Absperrband, das heißt, bei der ersten Tür komme ich gar nicht rein und dementsprechend hat sie mich direkt zur zweiten Tür gelotst und das finde ich cool. Da würde ich jetzt quasi. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Arbeitstag. Und ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Dankeschön. Jetzt sind wir hier am Bus angekommen, das heißt, von da ganz hinten bis hier hin, also innerhalb des Bahnhofs kann ich mich ja einigermaßen orientieren, das geht schon, aber die Problematik wird, wenn ich jetzt draußen bin, wir müssen die Straße überqueren, wir müssen die Straße erstmal entlang, irgendwelchen Gegenständen vorbei und dann irgendwo hier links zum Bus, hätte ich persönlich mit sehr viel Mühe gefunden, deswegen, ich finde es erstmal eine coole Sache. Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Wie war das Ganze jetzt für mich? Also es war ein ganz normaler Videoanruf, wie ihr es ja mitbekommen habt und ich wurde ja hierhin gebracht. Ich bin jetzt übrigens auf der anderen Straßenseite und das Ganze war easy. Also klar, du musst natürlich wissen, wie du das Telefon hältst, aber da kriegst du ja auch Anweisungen. Also das heißt, da wird ja auch gesagt, halt das Telefon mehr hoch, mehr links, mehr rechts und dann ist das Ganze eigentlich gegessen. Also die Personen, die da arbeiten, die wissen ja, wo du hingehst, beziehungsweise sehen ja, wo du hingehst und kennen sich ja auch aus in dem jeweiligen Ort. Und dementsprechend war es eine voll entspannte Sache. Also ich bin positiv begeistert und das ist meine ehrliche Meinung. Aber ich habe natürlich auch ein paar Wünsche. Der Vorteil an so einem Service ist natürlich, dass ich zu jeder Zeit, oder das wäre mein Wunsch, einfach anrufen kann, wenn ich an irgendeinem Bahnhof bin und mir dann die Unterstützung holen kann. So, die Problematik ist aber, wenn du zum Beispiel den Mobilitätsservice nutzt, das musst du ja ein bisschen vorher anmelden. Wobei, das ist jetzt kein Problem, aber du musst es halt vorher anmelden und so weiter und so fort. Mit dem Videotelefonie hier kannst du es einfach zu jeder Zeit nutzen. Und er hat mich, oh, das ist aber ein Riesenbus hier, du. Und mit der Videotelefonie kannst du ja einfach anrufen, wenn du jetzt am Bahnhof angekommen bist. Ihr wisst ja, dass ich relativ viel unterwegs bin und dementsprechend muss ich relativ spontan irgendwo sein und mich direkt orientieren. Klar, du kannst auch Menschen fragen, die da irgendwie unterwegs sind, aber glaub mir, wenn es dann so einen Service gibt, wo sich die Leute damit auskennen, warum soll ich dann jetzt irgendwie 3-4 Leute fragen, sondern einfach direkt anrufen und fertig. Was wünsche ich mir jetzt? Ich wünsche mir natürlich, das Ganze ist ja noch ein Pilotprojekt, das heißt, ich muss mich jetzt über einen QR-Code einscannen, das Ganze, da wurde eine Webseite geöffnet. Ich wünsche mir natürlich, dass es in eine DB-App integriert wird oder halt eine separate App dafür ist, für iOS, für Android, dass das Ganze dann halt funktionsfähig ist und dass man das Ganze nutzen kann. Das wäre so eine Sache, die ich mir wünschen würde. Und dass es halt einfach funktioniert. Also nicht 1000 Schritte, erstmal diese Registrierung, dieses machen, jenes machen und so weiter und so fort, sondern einfach nur App installieren. Klar, ich gebe gerne an, dass ich blind bin, sehbeeinträchtigt bin. Das bringt ja dann auch was. Und dann kann ich da einfach direkt anrufen. Und Servicezeiten. Ich würde mir natürlich das 24 Stunden wünschen. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber zumindest ganz, ganz früh bis ganz, ganz spät. Das wäre mega cool. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, bitte alles in die Kommentare schreiben. Sagt mir, was haltet ihr von dem Service? Würdet ihr sowas auch nutzen? Und vor allem, jetzt kommen wir zu meinem abschließenden Punkt. Ich würde das ja nicht nur bei einem Ersatzverkehr haben wollen, sondern eigentlich irgendwann an jedem Bahnhof Deutschlands, egal wo ich bin, oder zumindest an den Hauptbahnhöfen, dass man dann sagen kann, hey, ich bin gerade in Berlin, ich brauche Unterstützung, zack, direkt anrufen, ich muss hier zu U, was gibt's in Berlin? Da gibt's eine Menge U-Bahn, 1 bis irgendwas, dann geht man da irgendwo hin, lässt sich helfen. Das Internet muss natürlich auch immer funktionieren, aber das liegt ja dann nicht bei der DB, sondern beim Internetanbieter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, wir sehen und hören uns im nächsten Video, haut rein, Leute, und immer Augen offen halten und ans Ziel kommen. Klappt schon irgendwie.